Die Maustaste nicht zum Anklicken. Sind wir live? Ja. Hallo erstmal, ich möchte mich entschuldigen für unsere technische Panne am Anfang und sind ein bisschen zu spät dran. Wir wollen heute seit 28 Jahren einen Protesttag machen für Menschen mit Behinderung. Vor 28 Jahren war der Tag am 5. Mai nur der Geburtstag von Karl Marx und jetzt ist es auch ein Protesttag von Menschen mit Behinderung. Ich möchte Ihnen erstmal Ilja Seifert, im Bundesvorstand der Linken, begrüßen und auch ehemaliger Bundestagsabgeordneter zur Diskussion 28 Jahre europäischer Protesttag. Also, wir haben diesen Protesttag ja schon mehrere Jahrzehnte gefeiert und ich finde, wir haben tolle Events gehabt. Wir hatten Demos, wir hatten Menschenketten, wir hatten mit Musik, wir hatten es ohne Musik. Ganz unvergessen bleibt eine große Aktion, wo Horst Lemke in Berlin sich mit einem 50-Tonnen-Fahrstuhl am Sozialamt hat hochziehen lassen, weil es dort keinen Fahrstuhl gab. Inzwischen gibt es einen. Wir haben also einiges erreicht. Dieses Jahr sieht es anders aus. Dieses Jahr können wir nicht auf die Straße wegen der Quarantäne. Und trotzdem ist es wichtig, vielleicht sogar wichtiger als jemals zuvor, dass wir uns zeigen. Denn die Gefahr, dass wir während der Quarantäne immer weiter an den Rand gedrängt werden, immer weniger sichtbar werden, immer mehr unter dem Vorwand, uns zu schützen, ausgegrenzt werden, ist groß. Ich will das ausdrücklich nochmal sagen. Deshalb, wir kämpfen seit Jahrzehnten um Barrierenabbau. Wir kämpfen um Jahrzehnten um bessere Teilhabemöglichkeiten. Wir kämpfen seit Jahrzehnten um Nachteilsausgleiche. Manches, wenn auch zu wenig, haben wir erreicht. Immer müssen wir auch darauf achten, dass Erreichtes nicht zurückgedreht wurde. Jetzt sind wir in einem reinen Abwehrkampf, wo es nur noch darum geht, nicht das, was wir bereits mühsam erkämpft haben, wieder zu verlieren. Und deswegen bin ich froh, dass wir an diesem 5. Mai in vielfältigen Formen im Internet uns zu Wort gemeldet haben, innerhalb der Linken, außerhalb der Linken, über ganz weite Kreise hinaus, dass wir sagen, Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen, ob sogenannte geistig Behinderte, ob Körperbehinderte, ob Blinde, ob psychisch Kranke, ob gehörlose Menschen, wir brauchen eure Solidarität, aber nur, um unsere Solidarität zurückgeben zu können. Wir gehören zusammen, alle Menschen mit und ohne Behinderung. Und so gemeinsam können wir was erreichen im Sinne von Humanismus, im Sinne von Frieden, im Sinne von Wohlergehen und im Sinne von Kooperation, sozialem Fortschritt und, wenn man so will, einer Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche Rechte, gleiche Pflichten und gleiche Chancen haben. Das ist das Ziel des 5. Mai und ich denke, dieses Jahr mehr denn je. In diesem Sinne, lasst uns stark bleiben und heute eine gute Diskussion haben und morgen wieder weiterarbeiten, weiterkämpfen, weiter fröhlich sein, weiter lernen. Und wo es nötig ist, auch mal jemanden auf die Füße treten oder mit dem Rollstuhl drüber holen, das tut auch weh. Wenn die uns piesacken, müssen wir zurück piesacken. So viel zu Anfang. Ja, vielen Dank, Ilja Seifert. Ich finde es auch, dass es ganz enorm wichtig ist, dass viele Gruppierungen genau heute während dem Corona-Jahr online sind. Wir sind leider noch nicht ganz komplett, weil es ja eine technische Panne gab. Und ich möchte jetzt Manfred dir das Wort erstmal geben und dass ich dich jetzt vorziehe, Manfred, zum Thema
Krankenhaus und Profite möchte ich gern dein, was du dazu sagst. Manfred, du musst das Mikrofon anmachen. Ja, bin ich jetzt hörbar? Ja. Wie soll ich jetzt anfangen? Mit deinem Thema sollst du anfangen. Du sollst ja am Schluss kommen, aber weil ja jetzt ein paar nachziehen, ziehen wir dich jetzt vor. Okay, mein Thema ist, Gesundheit ist keine Ware. Die Corona-Epidemie betrifft uns nicht nur alle auf die eine oder andere Weise. Sie macht auch die Konstruktionsfehler unserer kapitalistischen, globalisierten Wirtschaft noch sichtbarer als sonst. Die Märkte, die angeblich alles zum Guten regeln, versagen. Und der profitorientierte Umbau des Gesundheitssystems fällt uns nicht erst jetzt auf die Füße. Gesundheit ist keine Ware. Wir brauchen ein Gesundheitssystem, das sich am Gemeinwohl orientiert. Im Finanzierungssystem über Fallpauschalen gibt es keine Anreize, Behandlungskapazitäten vorzuhalten, um unvorhersehbaren Krisensituationen gerecht werden zu können. Denn bezahlt werden nur erbrachte Leistungen, nicht aber eventuelle Katastrophen wie Pandemien. Bis 1985 war es auch in der alten Bundesrepublik per Gesetz verboten, mit Krankenhäusern Gewinne zu machen. Mit der schrittweisen Einführung eines neuen Krankenhausfinanzierungssystems ab 1992 wurde überhaupt erst ein Gesundheitsmarkt geschaffen. Dieser Prozess ist mit der Einführung des DRG, Diagnosis Related Groups, auf Deutsch Fallpauschalensystems, im Jahre 2003 abgeschlossen worden. Dieses Punktesystem orientiert sich ausschließlich auf Kosten und Erlöse. Damit sind die Krankenhäuser in einen Kostenwettbewerb gegeneinander gestellt. So wird der ökonomische Zwang erzeugt, Einspareffekte durch Personalabbau und Ausgliederung, in denen die Beschäftigten schlechter bezahlt werden, zu erreichen. Heute spüren wir mehr denn je, wie dieses Personal fehlt. Dieses System führte dazu, dass vor allem die kleineren Häuser, die für eine dezentrale Versorgung sehr wichtig sind, unter Schließungsdruck geraten. Nicht mehr die Bedürfnisse der Patienten, Patientinnen stehen im Mittelpunkt des Behandlungsprozesses, sondern der betriebswirtschaftliche Gewinn, der mit jeder einzelnen Erkrankung erzielt werden kann. Durch die Einsparung zur Profitmaximierung fehlen heute unter anderem rund 50.000 Pfleger und Pflegerinnen. Dabei haben Krankenhäuser im Rahmen der Daseinsvorsorge neben der alltäglichen stationären Versorgung genau diese Aufgabe. Sie sind die entscheidende Einrichtung unseres Gesundheitswesens, die Betroffenen im Katastrophenfall helfen sollen. Auch das ist ein Zeichen der Solidarität, dass wir als Gesellschaft in solchen Ausnahmesituationen Verantwortung übernehmen für die Leidtragenden. Mit Krankenhäusern als gewinnorientierten Wirtschaftssystem ist diese Solidarität nicht einlösbar. Deshalb engagieren wir uns für die Abschaffung der Fallpauschalen und für ein Gesundheitssystem für Menschen, nicht für Profite. Danke. Vielen Dank, Manfred, für deine Worte. Und ich merke auch, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit Inklusion sehr wichtig ist und fand es auch gut, dass heute den ganzen Tag verschiedene Protestgrundgebungen gab. Und wir arbeiten natürlich in Zeiten alle zusammen. Margit Glasso, ich würde gerne zu dir kommen. Du bist freie Journalistin und bundesweite
Inklusionsbeauftragter. Du hast das Thema für ein selbstbestimmtes, gutes Leben anstatt ein sogenanntes selbstbestimmtes Sterben. Was meinst du so damit? Margit, du musst das Mikro anmachen. Margit, du musst das Mikro anmachen. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja, jetzt. Einen schönen guten Abend. Ja, heute ist ein bisschen der Tag der Probleme, aber ich hoffe, ihr seid alle live und auch diejenigen, die vielleicht haben das nicht alle mitbekommen und haben hoffentlich dann nicht abgeschaltet, weil ich denke, heute ist ja schon ein wichtiger Tag, Protesttag zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderungen und ich denke, die Zeit der Corona-Pandemie hat nochmal deutlich uns vor Augen geführt, wie groß unsere Probleme in Bezug auf tatsächliche Gleichstellung wirklich sind. Manfred hat ja schon gesagt, Gesundheit darf keine Ware sein. Ich würde noch weitergehen, der Mensch darf keine Ware sein. Und ich glaube, das erleben wir immer wieder, gerade jetzt in dieser Zeit, nämlich dass der Mensch daran gemessen wird, ob er wirtschaftlich verwertbar ist. Und ich finde es wirklich furchtbar, wie im Moment die Menschen gegeneinander ausgespielt werden, wie wir weiter und immer mehr gespalten werden, insbesondere natürlich in die in diejenigen im Moment, die alt und krank und behindert sind und in diejenigen, die aufgrund dessen nicht ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit voll ausleben können. Wo das hinführt, auch auf lange Sicht gesehen, da mache ich mir große Gedanken, wie wir da wirklich die Solidarität, die ja vorher schon sehr, wie soll ich sagen, minimal war, wie wir das aufhalten können, diesen Prozess, dass wir uns immer weiter auseinander dividieren. Und ich möchte das gerne an ein paar Beispielen festmachen. Und ich denke, dass das, was jetzt hier in Zeiten der Corona-Pandemie passiert, einfach im Moment die Spitze des Eisberges zeigen. Es war ja schon im letzten Jahr, gab es schon diese unsäglichen Diskussionen zum Bluttest auf Trisomien, wo einfach klar geworden ist, dass Menschen mit Behinderungen angeblich weniger wert sein sollen. Also mich erinnert diese ganze Zeit sehr an die düstersten Zeiten, die wir in Deutschland erlebt haben. Ich bin vor kurzem gerade noch in einem Konzentrationslager gewesen und bin immer auf den Begriff Unbrauchbare gestoßen. Ja? Nämlich die immer nur Kosten verursachen. Und genau die gleiche Diskussion mit anderen Worten haben wir ja heute. Heute, wie gesagt, sprechen wir. Entschuldigung, ich habe gedacht, du willst mich unterbrechen, Utz. Da sehe ich einen ganz engen Zusammenhang. Anfang des Jahres kam dann das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Bezug auf die geschäftsmäßige Tötung, dass die erlaubt werden soll. Ich denke mit Gruseln daran, welche Vereine wieder in Deutschland aufleben werden, wo es darum geht, wirklich Menschen zu ermöglichen, nicht nur, wenn sie angeblich so voller Leid sind und so voller Schmerzen und so weiter. Also es wird den Menschen ja auch so viel Blödsinn, sage ich mal, also eine Propagandawelle ist das, das ist unsäglich. Und ich finde diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes wirklich ganz katastrophal. Den Gesetzentwurf, den unser Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt zum Intensivpflegestärkungsgesetz vorhat, da geht es ja auch erstmal um Menschen, die intensiv beatmet werden sollen. Also wenn das so auf den Weg gebracht wird, ist das genauso eine Katastrophe. Und als wenn das alles so zusammenpasst, verursacht die Corona-Pandemie jetzt auch noch sage ich mal, gerade Atemprobleme. Also es ist für mich wirklich eine lange Kette. Und ich möchte diese Kette wirklich beenden mit ein paar Aussagen zu dieser unsäglichen Triage.
Bei dieser Triage, also es wurde ja immer darüber diskutiert, dass wir Angst haben müssen, dass die medizinischen Ressourcen, also insbesondere die intensivmedizinischen Ressourcen, nicht reichen könnten in Deutschland und dass wir deshalb die Pandemie verlängern müssen, damit die Welle nicht so groß wird. Zum einen denke ich, ja, jetzt ist mir ein bisschen der Faden gerissen. Ich denke, genau, die Triage. Und deshalb kam die Triage ins Spiel, wo nämlich medizinische Fachgesellschaften sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, ja, was machen wir denn? Wer wird denn zuerst behandelt, wenn wirklich zu wenig Ressourcen da sind? Und dann kamen auch von Kliniken und so weiter, die sich auch zusammengesetzt haben, wirklich solche Überlegungen, dass das Kriterium Alter ins Spiel kam, dass Worte fielen wie Gebrechlichkeit, sogar kognitive Einschränkungen und so weiter. Also da müssen wir nur bis 13, um zu wissen, wo wir angekommen sind. Ich bin einfach der Meinung, da müssen wir in eine gesellschaftliche Debatte treten, wirklich auf menschenrechtlicher Grundlage, um darüber zu diskutieren. Und wir müssen da wirklich einen derartigen Protest organisieren, dass wir da wirklich was dagegen setzen können. Das denke ich mal, darum muss es gehen. Was können wir machen? Wie können wir uns verbinden? Wie können wir auch gemeinsam, ja, also ich sag mal so, wenn wir über die ganzen Menschen sprechen, die in irgendeiner Weise zur sogenannten, auch so ein furchtbares Wort, Risikogruppe gehören, ja, wir erstmal müssen uns alle verbinden, aber uns muss auch klar sein, dass die Menschen, also wenn wir über die Wirtschaft sprechen, dann gibt es ja auch zwei Lager, ja. Also ich meine, wir können einmal über die Lufthansa reden und wir können einmal darüber reden, um den Einzelunternehmer, um die Leute, die vorher schon am Existenzminimum waren. Wir können auch mal darüber reden, was in den Werkstätten passiert. Du müsstest langsam zum Schluss kommen. Gleich fertig. Was mir wirklich noch am Herzen liegt zu sagen, die Sache mit den Werkstätten. Also nicht nur, dass dort nicht gesichert ist, die Hygienemaßnahmen, aber dass jetzt ins Spiel kommt, dass man die Leistungsentgelte möglicherweise nicht zahlen will, dass man Urlaub nicht voll aus also gewähren will und all diese Fragen. Ja, also ich könnte fortsetzen, aber ich mache erstmal Schluss. Mir danke, Margit, für deinen Kommentar. Wir haben ja nachher, wenn wir fertig sind, noch genügend Zeit, wo man im Chat Fragen stellen kann. Und man muss nicht auch nicht auf YouTube registriert sein, um da mitdiskutieren. Da kann jeder reinschreiben, die Fragen nehmen wir auf und geben es dann hier weiter. Die nächste, und jetzt wollte ich Sonja Bay aus dem Bundessprecherinnenrat Die Linke begrüßen, die zum barrierenfreien Wohnraum was sagen möchte. Sonja, du hast das Wort. Ist die überhaupt? Bitte dazwischen melden. Die Sonja ist ja immer, die hat Probleme, die ist noch nicht reingekommen. Hat mich aber eben angerufen, es müsste jetzt jemand anderes sprechen. Sonja wird hoffentlich gleich dabei sein. Okay, es tut mir leid, dass wir technische Probleme haben. Wir mussten vorher einen anderen Raum wechseln und deswegen sind wir auch dieses Mal etwas später dran. Was ich sagen wollte noch, jetzt hat an das Wort Ulrike Haas, Bundessprecherrat der Linken, der Partei Die Linken, zu barrierefreie Pflege. Ulrike, du hast das Wort. Ja, danke. Und also ich wollte weniger zur barrierefreien Pflege reden, sondern zu den menschenrechtlichen Dimensionen des Gesundheitswesens.
Und dazu gehört natürlich die Barrierefreiheit im Gesundheitswesen. Das fängt auch an beim barrierefreien Bauen. Barrierefreies Bauen, wie das Thema von Sonja, also für die Miete, zahlbare Miete, muss natürlich auch die räumliche Barrierefreiheit für Arztpraxen und Krankenhäuser gegeben sein. Ich will mal kurz Artikel 25 vorstellen, also was der inhaltlich besagt. Also der nach Artikel 25 der UN-BRK der beschreibt also das Recht von Menschen mit Behinderungen, von uns, dass wir Gesundheit, also das Höchstmaß an erreichbarer Gesundheit genießen sollen. Also wir haben das verbriefte Recht, also Teilhabe, also am Gesundheitssystem teilzuhaben, ohne Diskriminierung wegen unserer Behinderung. Das ist eigentlich eine Fortschreibung der unteilbaren Menschenrechte schon. Der UN-Sozialpakt von 1966 besagt das, die UN-Kinderrechtskonvention, die UN-Frauenrechtskonvention haben Artikel, die genau das bekräftigen. Wenn man sich allerdings mal anschaut, das Deutsche Institut für Menschenrechte hat im Dezember zum Welttag der Menschen mit Behinderung eine Pressemitteilung veröffentlicht. Danach sind deutschlandweit lediglich 4% aller allgemeinmedizinischen Praxen barrierefrei rollstuhlgerecht zugänglich. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer dort behandelt werden können, weil es noch nicht gesichert ist, dass die Zugänglichkeit auch für die Untersuchungs- und Behandlungsmöbel spricht. Also sprich, dass das Umsetzen vom Rollstuhl auf die Liegen gewährleistet ist, beziehungsweise auf Stühle, wie auch den gynäkologischen Stuhl. Und es beinhaltet auch nicht den barrierefreien Zugang an Informationen. Ne? Informationen für in leichter Sprache, Informationen in Gebärdensprache, Informationen, also schriftliche Informationen so aufbereitet, dass auch Blinde und Sehbehinderte damit umgehen können. Das wären alles Maßnahmen, die notwendig wären, um den diskriminierungsfreien Zugang zu sichern. Oben steht vielleicht auch noch eine Barriere. Das ist die häufige Respektlosigkeit. Das Arzt-Patienten-Verhältnis muss respekt- und würdevoll eigentlich gestaltet sein. Was da meist dagegen spricht, das hat schon Manfred gesagt, das ist die Profitorientierung und die Kostenvorbehalte, die halt eben regieren. Obgleich die Bundesrepublik die UN-Behindertenrechtskonvention bereits vor 11 Jahren unterzeichnet hat, wird an der Umsetzung sehr wenig getan. Es werden vielleicht baurechtliche Maßnahmen ergriffen, aber Ausbildung und Fort- und Weiterbildung für Arzt- und medizintechnische Berufe, wir gehen nicht darauf ein. Und auch wird ein möglicher Mehraufwand, der dadurch entsteht, dass man vielleicht längere Umkleidezeiten hat, die werden nicht vergütet. Es wird suggeriert, dass es einen Markt dafür gäbe. Das ist so die neoklassische Doktrin. Für alles gibt es einen Markt. Aber für Barrierefreiheit kann es den gar nicht geben. Moment, ich habe doch gerade den Faden kurz verloren. Der Markt, der ist ja gar nicht da. Und es ist auch das Credo, das hat mir mal
ein Vorstandsvorsitzender von einer der Krankenkassen gesagt, ja, sie können doch die Ärzte nicht zwingen, das sind doch freie Unternehmer. Also das beschreibt wirklich ganz ausdrücklich, wie Gesundheit verstanden wird oder wie auch die Leistungen im Gesundheitssystem verstanden werden. Die Linke fordert ja, dass... Die Linke fordert ja, dass auch die Privatwirtschaft auf die Menschenrechte verpflichtet wird. Und das wäre halt dringend geboten, dass da die Bundesrepublik das auch unterschreibt. Allerdings möchte ich hier nochmal abschließend betonen, es reicht nicht aus, einfach Konventionen und Gesetze zu erlassen, die dann eh nicht umgesetzt werden. Wir müssen das wirklich erkämpfen. Und erkämpfen heißt für mich mehr als nur reden und vor allem auch nur reden im Bundestag zu schwingen. Wir müssen uns wirklich verbünden mit allen denen, die auch für die Gewährung ihrer Menschenrechte eintreten. Ja. Okay, vielen, vielen Dank, Ulrike. Was ich vorhin noch vergessen habe, alle, wo heute reden, haben in der Partei Die Linke wichtige Funktionen oder auch in unsere Gesellschaft als Stadtrat oder Gemeinderat oder in Behindertenverbänden. Da ist mir vorhin noch untergegangen. Sonja, ich möchte jetzt Sonja Bay vorstellen. Die ist mittlerweile reingekommen. Die wollte was zu barrierefreies Wohnen sagen und sie ist im Bezirksrat Hamm-Heningen für die Linke und ist auch im Bundessprecherrat der Linke von der BRG. Sonja, du hast das Wort. Das Mikro ist an. Oder du müsstest anmachen, Sonja. Jetzt? Ja. Also erstmal guten Tag, liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Ich möchte ein Beispiel, das in unserer Bezirksvertretung stattgefunden hat, klar machen, warum der Wohnungsbau in öffentlicher Hand gehört. Im Stadtteil wurde eine neue Siedlung geplant. Es wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Anforderungen, möglichst viel barrierefreie Wohnungen bzw. Seniorenwohnungen, aber auch Wohnraum für junge Menschen, sozialer Wohnungsbau und für frei finanzierte Wohnungen gemischt. Der erste Platz konnte überzeugen, aber gebaut wurde nicht. Es konnten keine Investoren gewonnen werden. Dann war die Stiftung Bethel bereit, ein Gebäude zu finanzieren, mit der Auflage, dass 2 Etagen für Menschen mit Behinderung reserviert würden, für die sie Wohnungen brauchten. Auch daraus wurde nichts. Der Bauplan wanderte in die Schublade. Ein anderer Investor baut jetzt ein Gebäude mit viel weniger barrierefreien Wohnraum, auf den sich schon mindestens doppelt so viele Interessierte angemeldet haben. Dieses Beispiel zeigt, dass private Investoren nur auf ihre Rendite schauen. Wir fordern, dass der Wohnungsbau muss in öffentlicher Hand. Die großen Wohnungskonzerne müssen in Gemeineigentum überführt werden. Und einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. Und nicht nur der Neubau, sondern auch der Altbestand muss barrierefrei saniert werden. Und bei Neubauten sollte von Anfang an Barrierefreiheit gedacht werden, indem man zum Beispiel breitere Türen, größere Badezimmer und Küchen einplant. Aufzüge schon ab dem 3. Stockwerk und so weiter. Dabei sind einige Behinderungen noch gar nicht berücksichtigt. Zum Beispiel Sehbehinderte oder blinde Menschen, die brauchen andere Voraussetzungen für eine Wohnung
als ein Körpergebehinderter, Gehbehinderter oder ein Mensch im Rollstuhl. Nur dazu. Wohnen ist Menschenrecht. In der jetzigen Corona-Krise wird immer so viel von Menschenwürde und Schutz des Lebens berichtet. Zum Schutz des Lebens und Unversehrtheit gehört auch eine bedarfsgerechte Wohnung. Das ist wichtig für alle Menschen. Wohnraum darf kein Spekulationsobjekt sein. Vielen Dank, Sonja, für deine Worte. Wir könnten jetzt in die Diskussion kommen. Wenn ihr Fragen habt, stellt ihr doch einfach bitte in den Chat. Ich werde sie dann aufnehmen und weiterleiten. Ilja, ich habe an dich mal eine Frage. Wie war das vor 28 Jahren, die ersten Demos für den bundesweiten Protesttag, wo noch ganz am Anfang ist, wie zustande gekommen? Und vielleicht kannst du dazu was erzählen, weil du warst sicherlich fast von Anfang an dabei. Ja, ich war von Anfang an dabei, selbstverständlich. Habe auch viele Demos selber angemeldet und geleitet hier in Berlin. Das ging ja los mit der ausdrücklichen Ansage, wir wollen viele, viele kleine dezentrale Veranstaltungen machen. Also in möglichst vielen Orten wollten wir uns zeigen. Das wird ja heute noch so gehandhabt zum großen Teil. Die Alternative wäre ja gewesen, zu versuchen, eine große Demo jedes Jahr zu machen in Berlin, in Leipzig, in Frankfurt am Main, in Köln oder München oder sonst wo. Davon haben wir Abstand genommen, um die Reisetätigkeit sozusagen nicht besonders herauszufordern. Und dann wäre ja Übernachtung notwendig gewesen und viele andere organisatorischen Dinge. Und außerdem wäre nur an einer Stelle sichtbar geworden, was wir wollen. Das Konzept ist, glaube ich, damals richtig gewesen. Trotzdem haben wir versucht, hier in Berlin von Anfang an so etwas wie ein bisschen eine zentrale Demo zu machen, damit auch die Journalisten, die Fernsehjournalisten und die bundesweiten Journalisten was zu berichten haben. Es ist ein Unterschied, ob ich mit 30, 40 Leuten in einer kleinen Stadt eine Demo mache, was eine tolle Sache ist, oder ob ich 2.000 Leute vor das Brandenburger Tor stellen kann und dort eine große Menschenkette mache, zum Beispiel zwischen Reichstag und Brandenburger Tor oder zwischen einer barrierefreien Toilette, die dort in der Nähe ist, und dem Europäischen Haus, wo also wir sozusagen symbolischen Schlüssel weitergegeben haben, der von dem Leiter des Hauses dann in Empfang genommen wurde, damit in der EU auch klar wird, Barrieren zu beseitigen, heißt überall Barrieren beseitigen. Und dafür haben wir sozusagen so einen symbolischen Schlüssel gemacht. Also das war die Geschichte dieses Protesttages. Manche nennen ihn lieber Aktionstag, weil sie nicht immer protestieren wollen, sondern auch mal was Positives machen wollen. Das denke ich, das eine kann man mit dem anderen gut verbinden. Dagegen protestieren, dass zu wenig barrierefreie Toiletten sind, und gleichzeitig darauf hinweisen, die es gibt, sind gut, die kann man weiterempfehlen. So in diesem Sinne haben wir damals angefangen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dann gab es natürlich einige ganz besondere Highlights. Manche von euch werden sich vielleicht noch erinnern, das Rathaus in Lichtenberg hatte keinen Aufzug, jahrzehntelang. Und Horst Lemke, der in Lichtenberg wohnte, damals mein stellvertretender Vorsitzender war vom Berliner Behindertenverband, hat einfach einen 50-Tonnen-Kran bestellt und sich damit in den zweiten Stock heben lassen, von außen, um der Dame vom Sozialamt seine Anträge übergeben zu können. Das war eine sehr spektakuläre Aktion, die ist bis in Australien im Fernsehen gezeigt worden. Wir hatten ganz viele Kameras, ganz viel Öffentlichkeit da. Inzwischen gibt es übrigens dort einen Fahrstuhl, und ich finde heute noch eine Sauerei, dass der nicht Horst-Lemke-Fahrstuhl heißt. Aber vielleicht schafft er auch das noch. Die Anerkennung dafür, dass jemand so Mut hatte und so eine gute Idee hatte, sowas zu zeigen. Ja,
Dann erstmal danke, Ilja. Ich finde es auch in dieser Corona-Zeit sehr wichtig, dass Menschen mit Behinderung nicht auf die Straße gehen, sondern Online-Demo machen. Und es gab ja heute Mittag schon verschiedene Online-Demo. Wir sind zu der heute Mittag keine Konkurrenz. Wir haben eine Online-Demo auch angeschaut und wollten einfach als Zeichen sagen, dass wir eine eigene Online-Demo machen. Da haben die extra auf eine andere Uhrzeit gelegt. Es war uns ganz wichtig. Hier hat eine Frage reingekommen zu Maskenpflicht, dass man damit einkaufen kann, aber damit auch Probleme gibt für manche, wo die Maske nicht tragen können. Margit, da könntest du, glaub, was dazu sagen. Ja, es ist ja ein großes Problem und ich denke mal, man muss das auch differenziert betrachten. Also bei uns im Land zum Beispiel gibt es die Anweisung, alle müssen im ÖPNV und beim Einkaufen und so weiter Masken tragen, Menschen mit Behinderungen nicht. Das ist aber Murks, würde ich mal sagen, weil man kann ja nicht einfach pauschal sagen, Menschen mit Behinderungen nicht, weil natürlich gibt es Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung, ihrer Behinderung Probleme haben, diese Atemschutzmaske zu tragen. Ich befürchte, dass es keine einheitlichen Regelungen dazu gibt, aber ich möchte trotzdem ein paar Sachen sagen. Ich habe mich mit dem Professor Leo Latasch unterhalten, der auch zwei Legislaturperioden im Deutschen Ethikrat gesessen hat. Der hat nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese selbstgenähten, im Hinterzimmer genähten Masken, ich muss es mal so deutlich sagen, und ich gönne allen Frauen dort diesen Pfennig, den sie sich da nebenbei verdienen. Aber man muss einfach sagen, dass die wirklich nur eine geringe Wirkung haben. Das gerade, wenn es um den Schutz von Menschen mit Behinderungen geht, und das, da bin ich erst nicht mehr, hatte ich keine Chance mehr dazu. Wir müssen ja auch darüber reden, wie können wir denn Menschen in bestimmten Einrichtungen, in Alten, Pflegeheimen und so weiter, so schützen, dass sie nicht isoliert sein, nicht isoliert sind. Also ich glaube, und das wird immer wieder gesagt, dass die Isolation ja das größere, noch größere Problem ist, ja, dass sie zum Teil nicht mal rausgehen dürfen, spazieren zu gehen und so weiter. Also auch da müssten wir vielleicht noch mal mit Sören Pellmann reden, fällt mir gerade mal so ein, es muss dazu wirklich eine vernünftige Regelung geben. Und natürlich ist die Voraussetzung auch, dass es überhaupt genug Schutzmasken gibt in Deutschland, und zwar vernünftige FFP2-Masken, das mal vielleicht dazu. Ich wollte, wenn du gestattest, Utz, ich habe nämlich auch gerade noch mal per WhatsApp eine Anfrage reinbekommen, und die schließt sich eigentlich an das an, weil Ilja ja auch von den öffentlichen Behindertentoiletten gesprochen hat. Dennis Heiermann, der auch in der BAG Mitglied ist, schreibt, dass eben die öffentlichen Toiletten ein großes Problem sind, weil sie eben auch oft geschlossen sind. Und er sagt jetzt noch, dass gerade jetzt, wenn die Leute Schlange stehen vor öffentlichen Toiletten und auch vor Supermärkten, bilden sich ja jetzt immer lange Schlangen, dass das ein großes Problem ist für Menschen, die nicht richtig stehen und laufen können. Ich lese das jetzt mal ganz kurz vor. Gestern noch in Hagen vor der Postfiliale mit der Konfrontation mit dem Security-Personal. Es kam zur Auseinandersetzung mit Menschen mit Behinderungen. Ich bleibe bei meiner Forderung, Gründung einer Ethik-AG innerhalb der Partei Die Linke. Darüber wird ja jetzt auch intensiv, denke ich mal, gesprochen werden. Vielleicht kann noch jemand was sagen zu seinen Erfahrungen, wie man damit umgeht. Gerade diese Auseinandersetzungen mit der Security, ich glaube, die sind nicht so ganz einfach und zum Teil auch diskriminierend. Ja, vielen Dank erstmal, Margit, für deine Antwort. Und ich finde, da mit der Ethik AG in der Partei sind wir ja gerade dran zu arbeiten, dass das kommt und das stattfindet, da machen wir ja was. In eine Frage reingekommen zu Wohnen.
wer darf eigentlich entscheiden, wie man wohnen kann, und man sollte noch selbst entscheiden, zum barrierefreies Wohnen, wie die Wohnformen sind. Sonja, könntest du vielleicht dazu was sagen? Du müsstest das Mikro anmachen. Sonja, du musstest das Mikro anmachen. Irgendwie gibt er heute es in mir. Jetzt geht's. Sonja, jetzt kannst du reden. Ja. Hast du die Frage verstanden? Die Frage habe ich alles verstanden. Und ich finde, es sind ja, wenn ich eine Sozialwohnung habe, sind ja gewisse Quadratmeterzahlen vorgeschrieben. Aber bei einer Person so und so viel, bei zwei Personen so und so viel. Und wenn man aber eine Wohnung barrierefrei gestalten will, für einen Rollstuhlfahrer zum Beispiel, muss das Badezimmer größer sein, müssen die Küche größere Anforderungen, müsste eigentlich die Quadratmeterzahl auch größer sein. Und heute hat man auch andere Vorstellungen von Leben und Wohnen. Und warum soll ich als behinderter Mensch auf all diese meine Vorstellungen, wir haben zum Beispiel sehr viele Bücher. Und wenn ich jetzt eine Sozialwohnung, ich habe zum Glück eine preiswerte Wohnung, die keine Sozialwohnung ist, wenn ich jetzt eine Sozialwohnung beantrage, dürfte ich viel weniger Quadratmeter, ich wüsste gar nicht, wohin mit meinen Büchern. Also wird mir ein Teil meiner Lebensqualität genommen. Ich finde das nicht richtig. Da müsste man auch mal gucken oder so. Diese strikten Barrieren müssen aufgehoben werden. Das haben wir auch bei den Hartz-IV-Empfängern. Da ist das ja ganz schlimm. Da werden die Leute ja teilweise gezwungen, in eine kleinere Wohnung umzuziehen, obwohl sie teilweise sogar teurer ist. Das ist doch blödsinnig. Dieses Ganze, was mit dem Baurecht und diesem Sozialrecht mit dem Wohnungsbau zusammenhängt, das müsste eigentlich grundsätzlich überarbeitet werden, auf einen modernen Stand gebracht werden. Ich habe heute andere Anforderungen an eine Wohnung als noch vor 20 Jahren. Und das ist auch mein gutes Recht. Okay, vielen Dank für deinen Wortbeitrag, Sonja. Ich möchte damit unsere Demo beenden und möchte gern sagen, dass Inklusion jetzt und keine Alternative ein ganz wichtiges Signal ist, dass wir gerade in der Corona-Zeit für Menschen mit Behinderung eine vernünftige, inklusive Politik machen. Aber Inklusion ist ja nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern auch für Gruppierungen, wie zum Beispiel für Leute, wo in der Seebrücke engagieren, wo gegen Nazis, Rassismus sind, dann gehört ja alles mit zur Inklusion rein als Beispiel. Von daher möchte ich danken fürs Zuschalten. Man kann auch im Nachhinein nochmal die Demo, die Grundgebung, wie es eigentlich ist, anhören. Und ich möchte es mit dem Satz beenden: Wenn es Menschen mit Behinderung gut geht, dann geht es eigentlich alle Menschen gut. Also das war unser Protesttag am 5. Mai 2020. Wir können leider nicht zusammen den Protesttag ausklinken wegen dem Corona, aber man kann die anderen Veranstaltungen, wo heute Mittag nochmal waren, auf YouTube oder sonstweilig weiter anschauen. Wir möchten uns verabschieden von der Linken als BAG und sagen
Danke fürs Einschalten und teilt bitte unser Video, dass es die, wo nicht da waren oder so früh rausgegangen sind, dann einfach nochmal nachsehen, weil wir am Anfang nicht online waren. Danke!